Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute nur ein kleines Service-Video rund um jetzt den 1. April 2021. Ich nehme das Video gerade am 29. auf. Ich denke mal, es wird am 30., 31. spätestens rauskommen. Und es soll mal ein bisschen darum gehen, was jetzt am 1. April konkret wann genau passiert. Denn es gab auch so ein paar halbwegs widersprüchliche Mitteilungen in der letzten Woche, die ihr jetzt auch hier schon gerade neben mir sehen könnt, nämlich eine Woche davor, am 24. März 2021, gab es die Mitteilung Nummer 17 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation. Diese Mitteilungen haben wir ja schon mal auseinandergenommen in unserem Gesamtvideo rund um die EDIFACT-Anpassungen zum 1. April. Da gab es ja die Mitteilungen Nummer 13, 14 und 15, die alle jetzt zum 1. April 2021 ihre Wirkung haben. Die 16 hat dann die Wirkung zum 1. Oktober, da werden wir uns also im nächsten halben Jahr damit beschäftigen. Und jetzt in der Mitteilung Nummer 17 wird also gesagt, am 24.03. Umgang mit dem Corona-bedingten Ruhetag am 1.04. im Rahmen der elektronischen Marco. Und zwar war es ja so, wir haben von der Bundesregierung ja gehört, dass wir diese Osterruhe machen wollen, die sich auf den grünen Donnerstag ausübt. Das ist praktisch der 1.4. und dann auch auf den Kar-Samstag, dass dort also verschiedene Schließungsregeln praktisch gemacht werden. Und dementsprechend wurde hier jetzt ursprünglich von der Bundesnetzagentur auch angekündigt, dass wir an diesem Tage, an diesem grünen Donnerstag, diesen eben als einen Ruhetag, als einen arbeitsfreien Tag behandeln müssen und damit dieser an sich in der Fristenberechnung der elektrischen Marco wie ein Feiertag genutzt werden muss und damit gar kein Werktag wäre. Das ist so im Fristenkalender auch zu verstehen. Dementsprechend werden zwar nach dieser Meldung würden zwar die Meldungen allesamt ab diesem Tag auch genauso genutzt werden müssen, aber da die Marco an dem Tag offiziell nicht gilt, würden sie erst praktisch später an dem Montag danach eigentlich erst so richtig in Kraft treten. So, das war hier die Aussage, die da kam. Nun steht aber hier schon drüber, Mitteilung ist gegenstandslos. Bitte dazu Mitteilung Nummer 18 vom selben Tag anschauen. Und wenn wir das machen, gehen in die Mitteilung Nummer 18. Dann steht hier in der Mitteilung Nummer 18, dass die Mitteilung Nummer 17 zu dem Corona-bedingten Ruhetag gegenstandslos ist. Nachdem der Bund-Länder-Beschluss zu den sogenannten Ruhetagen am 1.4. und 3.4. wieder zurückgenommen worden ist, ist die Mitteilung Nummer 17 vom heutigen Tag gegenstandslos. Es verbleibt somit bei den allgemeinen Regeln für die Marco und das ist dann jetzt eben auch das Entscheidende, was nun auch hoffentlich dann klar ist. Der 1.4. wird nicht anders behandelt als ursprünglich geplant. Er wird ein ganz normaler Werktag sein und dementsprechend auch in der Marktkommunikation ganz normal behandelt. Wer am 24.3. nur gehört hat, Mitteilung Nummer 17, alles klar, Ruhetag, vergesst das ganz schnell, dieser Tag wird ganz regulär laufen. Und was das ja nun konkret bedeutet, ist, dass wir ab diesem Tag 0:00 neue Nachrichtentyp-Versionen der EDIFACT-Dateien anwenden müssen. Bis praktisch zum 31. März 23:59 Uhr werden die alten Versionen korrekt sein und ab 0:00 werden die neuen Versionen korrekt sein. Bestenfalls setzt man also am letzten Tag, am 31. März, rechtzeitig seine Marktkommunikation aus. Es ist üblich, dass man ein paar Stunden vorher aufhört, Nachrichten zu verschicken, die praktisch sich aufspart und in die neue Version umwandelt und erst dann rausschickt. Das heißt also entweder am 31. März irgendwann mittags aufhören, Nachrichten rauszuschicken und die erst umzuwandeln. Das kann einen manuellen Aufwand bedeuten. Bestenfalls kann eine Schnittstelle im System das von alleine. Bestenfalls wird man an diesem Tag auch gar keine neuen Prozesse mehr manuell anstoßen, sondern warten, bis das dann am 1.4. sowieso im System neu umgesetzt ist und dann korrekt rausschicken. Denn ja, wenn die Nachricht am 31. noch in alter Version rausgeht und in alter Version beim Marktpartner ankommt, dann ist die an sich richtig. Aber wenn hier diese Systemumstellung ansteht, dann ist das erfahrungsgemäß ein Problem, dass eben auch die manuelle Bearbeitung beim Empfänger dann tatsächlich höchst problematisch sein könnte und auf jeden Fall irgendwie auch manuell eingelesen werden müsste, weil das System dann ja eben schon auf die neuen Versionen ausgerichtet ist. Also, bestenfalls am 31. März rechtzeitig aufhören, Sendungen zu verschicken und dann eben zu schauen, ab wann man am 1.4. wieder neu rausschickt.
Wir haben uns ja schon mal angeschaut, dass das eben eine ganze Menge verschiedener Nachrichtentypen im Edifact-Universum betrifft. Wir hatten dort ja die beiden Mitteilungen, nämlich die Nummer 13 und die Nummer 14, die hier diese verschiedenen Formate angekündigt haben zum 1.4.21. Heißt eben, wie gesagt, ab 0 und 0 gelten diese neuen Versionen, die hier jeweils dahinter stehen. Das war der erste Teil, der Rest dann hier zu sehen. Das gilt alles ab dem 1.4. So, dann gibt es ja noch einen weiteren Faktor, der auch nochmal rückgefragt wurde. Das sind die Berechnungsformeln. Wir haben nämlich ja auch in der dritten Nachricht, in der Mitteilung Nummer 15, nochmal den Hinweis, dass wir einen durchgängigen Versand der Berechnungsformeln haben werden, und zwar eben auch ab dem 1.4. Und hier gibt es ja passenderweise nicht nur diese Mitteilung und auch eine Umsetzungsfrage, dort gibt es nämlich auch ein Einführungsszenario. Und die Einführungsszenarien vom Branchenverband sind immer recht hilfreich, weil dort tatsächlich auch genaue Zeiträume angedeutet sind, was müsst ihr eigentlich bis wann machen, wenn ihr in einer bestimmten Marktrolle unterwegs seid. Und so kann man auch zum Beispiel diese Einführungsszenario zur Berechnungsformel von BDEW und Co., in dem Fall sogar nur von BDEW, rund um Ediad Energy, sich durchlesen. Das sind ja auch nur hier drei inhaltliche Seiten, wo dann eben tatsächlich auch ganz klar steht, ich fasse es mal zusammen, Lieferanten müssen bis zum 1.4. 0 Uhr in ihrem System eine Standardbefüllung für jede Marktlokation hinterlegen, die hier die Berechnungsformel angeht, nämlich eine leere Befüllung, eine leere Formel. Die Messstellenbetreiber müssen das auch machen, überall da, wo es bisher keine gibt. Bisher war ja nur die Pflicht, dort eine zu hinterlegen, wo sie tatsächlich vorhanden ist, wo wir also mehrere Messungen haben und die miteinander verrechnet werden müssten. Da ist eine Berechnungsformel sinnvoll. Jetzt ist ja die Regel, dass wir tatsächlich pauschal überall eine leere Berechnungsformel hinterlegen und nur dort, wo es eine tatsächliche gibt, die auch tatsächlich hinterlegt wird, bei allen anderen die leere hinterlegt wird. Bedeutet aber, es gibt keine Marktlokation mehr, wo gar keine hinterlegt wäre, sondern entweder die leere, unsinnige oder die tatsächliche. Das ist für Massentests, Massenprüfungen einfacher für die IT-Systeme, dass man überhaupt was hinterlegt, damit sich nicht mehr die Frage stellt, warum ist keiner da. So. Und entgegen der ursprünglichen Planung wird das eben auch bei den Lieferanten hinterlegt. Ursprünglich war es ja nur Netzbetreiber und Messstellenbetreiber. Also Lieferanten hinterlegen jetzt überall bis zum 1.10. rückwirkend, ab wann sie bei der Marlo zugeordnet sind, die leere Berechnungsformel. Messstellenbetreiber hinterlegen es überall, wo es bisher keine gibt. Und dann werden die Netzbetreiber ab dem 1.4., also hier kann frühestens ab dem 1.4.21 die Berechnungsformel übermitteln an den Lieferanten. Das heißt, dieser muss dann bis spätestens um 1.5. 0 Uhr für alle Marktlokationen diese echte Berechnungsformel rausgeschickt haben, auch an den Lieferanten. Sowas kann man hier eigentlich sehr schön aus diesem Einführungsszenario ablesen und damit eben auch die eigenen Doings abschätzen, je nachdem, in welchen Marktrollen hier unterwegs ist. Und ich denke mal, damit ist ganz gut nochmal akut zusammengefasst, was nun zum 1.4. passiert. Ignoriert die ursprüngliche Meldung, dass es ein Ruhetag wäre. Der 1.4. ist ein normaler Werktag. Dementsprechend laufen die Fristen ganz genauso, wie es ursprünglich geplant war. Und bedenkt auf jeden Fall, dass nun genau diese EDI-Formate anders funktionieren. Seid euch bewusst, dass das bei Lieferantenwechseln, bei Lieferscheinbearbeitungen und Co. einfach verschiedene Änderungen bedeutet. Bei manchen Bestellungen und bei manchen Sendungen daraufhin bedeutet das einfach leichte Veränderungen. Es gibt ein paar neue Codes, ein paar andere Codes gibt es nicht mehr. Und es gibt vor allem die Entscheidungsbaumdiagramme, die eben an einer bestimmten Stelle der Nachricht nun stehen werden. Und ansonsten beachtet die Berechnungsformel, die nun überall hinterlegt sein muss. Und das ist erstmal das Wichtigste zum 1. April 2021. Habt ihr nochmal konkrete Fragen zu diesem Kontext und habt ihr dann vielleicht auch schon zeitnah ein paar Anekdoten dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bis dahin, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video von uns kommt. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.